Duellbrett Nummer 3 bleibt relativ spannend. Willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 3. Ja, wir haben nochmal kassiert, kurz vorm Ende des letzten Parts. Deswegen sieht es leider nicht mehr ganz so gut aus. Haben zwar sehr viel Geld bekommen, aber halt 2 Herzen weniger. Was halt schon nicht gut ist. Wir müssen Luigi nur 2 Herzen abziehen. Ja, nur, ne? Wir haben halt leider nur Schneemann bekommen. Sniffit, was kann der? Beziehungsweise wie viel kostet der? Der kostet viel. Aber der scheint auch gar nicht so schlecht zu sein. Klar, Schneemann ist günstig, aber ich weiß halt nicht, ob man nur darauf achten sollte. Ja, das bringt mir leider absolut nichts, wenn ich dann zurücklatsche. Deswegen auf in die Röhre und hoffentlich zu meinem Start zurück. Nein, natürlich direkt vor Luigi. Ist das ein Betrug? Wenn der jetzt hoch genug würfelt, kann er mich KO'en, ne? Ne, kann er nicht. Ne, kann er gar nicht. Ich habe ja 3 Herzen und nicht 2. Glücksgeil. Bitte verliere all dein Geld, damit du mir nichts mehr anhaben kannst. Danke. Danke, Spiel. Danke. Letzte 5 Runden? Ja, das schafft man leider nicht. Da müssen wir schon viel Glück jetzt haben. Oberhalb ist mein Ziel, ne? Ja. Gehen wir natürlich dahin. Ich nehme den Partner natürlich hinten hin, damit wir 2 haben. An Geld sollte es jetzt eh nicht mehr scheitern. Nein, zu spät. Ich wollte doch Kettenhund. Zurück! Ja, das bringt mir nur nicht viel, ne? Nur, ich darf gleich nochmal aussuchen. Die Piranha-Pflanze ist halt so verdammt nochmal teuer. Was, der spendiert einem nochmal Geld? Ja, bringt ihm aber nichts. Boah, lauf in mich rein. Lauf einfach nur in mich rein. Dann bist du KO. Eigentlich. Dann kannst du. Ja, stimmt, da ist die Röhre. Komm vor mich raus. Nicht so weit weg. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Nein, das ist nicht. Stimmt da. Ach, Scheiße. Ich muss auch zurück. Bowser. Der war aber, glaube ich, in Ordnung. Nee. Warte, wo steht Luigi? Ja, der ist leider viel zu weit zurückgelaufen. Ich versuch's trotz. Na, nee, ist dämlich eigentlich. Eigentlich war es dämlich, ja. Na wohl, ich komme ja hier raus. Stimmt, an die Röhre habe ich nicht mehr gedacht. Kann ich ihn hitten? Was bedeutet das jetzt? Bonus-Minispiel. 30 Münzen, der gewinnt. Ja, aber er geht dann schon zurück wieder, ne? Das wäre ja sonst scheiße. Nur nicht Bowser-Weitwurf. Bowser-Balgerei. Und das nochmal. Ah, das. Das hat man geschafft beim letzten Mal. Knapp, glaube ich. Aber wir hatten es geschafft. Nein, aber ein schlechter Start. Ja, geht besser bis hierher.
Komm schon! Ja, okay, 4 mehr. Ist okay. Aber geht natürlich trotzdem viel besser, als ich es hier geleistet habe. Ja, aber ich habe halt keine Zeit mehr. Was passiert denn, wenn beide gleich viele Herzteile haben? Gewinnt dann der mit mehr Münzen? Das wäre so episch. Ja, du lost. Verdient. Verpiss dich zurück. Das ist so unfair! Egal, ich kann ihn trotzdem hitten. Wenn er jetzt in die Röhre gekommen wäre, es wäre so verdammt unfair. Das ist sehr gut. Er wird halt auch in die Röhre gehen, ne? Deswegen gehe ich auch rein. Na ne, dann wird er direkt eben nicht in die Röhre gehen, wenn ich reingehe. Ach, ist egal. Ich könnte kotzen. Jetzt entscheidet das nochmal alles. Ich hätte nicht da reingehen sollen. Was ist denn das jetzt? Hey, willkommen zum Glücksgeil-Minispiel. Mal sehen. Ich denke, wir spielen Glücksgeil-Roulette. Kann man da verlieren? Mache deinen Einsatz und gib deinen Tipp ab. Hält der Panzer dort an, wo du es vermutet, vervielfachen sich deine Münzen um den Betrag, der angezeigt wird. Landet der Panzer aber nicht dort, gehören alle deine Münzen mir. Mach deinen Einsatz und gib den Tipp ab. Ja, ich sag einfach Bob-Omb. Ist eh unfair. Ja, bleibt nicht da stehen. Hätte einfach Koopa wählen sollen, scheiße. Aber komm, das ist doch auch scheiße mit diesen Glücksgeilfeldern. Jetzt habe ich halt auch nichts mehr. Das heißt, jetzt ist alles nur noch Glück. Egal was passiert, die Münzen werden jetzt entscheiden. Also der, der auf Münzfeldern landet, beziehungsweise rechtzeitig zurück zu sich zurückkommt. Luigi ist zum Glück auch nicht gerade gut dabei. Nichtsdestotrotz hat er halt kein Geld, was er mir übergeben kann. Braucht einfach nur Geld. Nicht gut. Zurück eine 1, komm! Mann, ich möchte doch einfach nur das verdammte Geld! Junge, dieser Zug wäre so episch gewesen. Ja, kacke! Dieses Minispiel wäre nochmal wichtig. Er hat halt kein Geld! Ich halt auch nicht. Letzte Runde. Jetzt kann ich halt entscheiden. Ich zähle 2, 4, 6, 8, 10. Ich komme zu mir zurück, wenn ich möchte. Wartet, ich zähle nochmal. Ich möchte mir sicher sein. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, dann hätte ich wenigstens 10 Münzen. Ich könnte auch in die Röhre gehen, aber nee. Und wir spielen das Minispiel. Das war vielleicht doch dumm. Um 40? Alter. Bowserbude. Warum denn sowas? Ich weiß nicht mal, was das ist. Bitte nichts Unfaires. Ach, scheiße. Da hatte ich beim letzten Mal verloren.
Aber auch nur, weil ich halt schlecht war. Dass es aber auch immer bei ihm in der Nähe ist. Ja, absolut los. Damit hat er gewonnen. Ich habe auch mich verdrückt. Nee, bist du nicht. Du bist einfach nur dumm. Lande bitte auf Glück, Sky und verliere alles. Ich will das nicht nochmal spielen. Das macht keinen Spaß langsam mehr. Es gibt kein Glück, Sky mehr, ne? Ich brauche keinen Partner. Falls er mich reinläuft. Warum lässt er mich gewinnen? Achso, nee, tut er ja gar nicht. Halt, Game Over! Hä, es steht komplett gleich! Danke, Luigi, dass du nochmal auf dem Feld von mir gegangen bist. Ich mag dich doch. Aber was zur Hölle passiert jetzt? Beide zwei Herzen weniger und beide gleiche Anzahl an Münzen, das hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hervorragend gespielt, betrachten wir die Ergebnisse. Als erstes die verbliebenen Herzteile. Ja. Ihr habt beide die gleiche Anzahl von Herzteilen. Nun, dann bestimmt die Anzahl der Münzen den Sieger. Oh je, ihr habt doch beide die gleiche Anzahl an Münzen. Offenbar endet dieses Spiel mit einem Unentschieden. Was? Als ob es das gibt. Aber wer gewinnt denn jetzt? Irgendwie finde ich diese Situation gerade cool. Okay, wäre es nach Minispielen gegangen, hätte er halt gewonnen. Oder Münzstern ich. Ja, ist halt alles. Man kann halt sich halt dann drüber streiten, ne? Was für ein Tofu, Habuhu, du kannst unmöglich der größte Superheld des Universums sein. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Hallo? Das ist scheiße, wirklich. Sie hätten uns beide... Och Mann, das ist wirklich blöd. Ich meine, es ist ein Unentschieden. Gebt mir doch das Sternchen. Ich habe ja nicht verloren. Naja. Ich muss das dann halt nochmal spielen, ne? Bis dann sofort. So, ein drittes Mal und es war unfassbar, dieses Match. Das habe ich im Übrigen im Zug gespielt, als ich genug Zeit dafür hatte. Ach du Scheiße. Hervorragend gespielt, als erstes die verbleibenden Herzteile. Beide eins. Nun, dann wieder die Münzen. Hoffentlich habt ihr dann nicht wieder die gleiche Anzahl. Nee, Donkey Kong hat 170. Luigi wurde nämlich vom Shy Guy verarscht. Sonst hätte er gewonnen. Ja, hätte er nämlich wirklich. Es ist nun an der Zeit, den Sieger bereit bekannt zu geben. Und das bin diesmal endlich ich. Alter, hat das gedauert. Und diesmal auch kein S. Und der Sieger heißt Donkey Kong. Also mit Sicherheit kein S, weil wie soll das noch Rang S sein? You are the winner. Oder? Hatte nicht... Liebende Anzahl... Ah ne, wartet. Ach nein, ich hatte meine Münzen verdoppelt oder so. Irgendwas war... Für mich ist es wieder ein paar Tage her. Auf jeden Fall war es krass. Leider nur ein C-Rang, aber ist egal. Ich brauche keinen besseren Rang als C, weil C ist das Schlechteste, ne? I lost.
Ja, du hast verloren, Luigi. Zum Glück. Oh nein, verloren. Oh je, so jammert er. Ich wusste, du würdest siegen. Nun weiß ich, dass du der Stärkste der Welt bist. Endlich das nächste Sternchen. Noch 4 Sterne fehlen uns. Ist schon viel. Du erhältst das Kraftsternchen. Doch wir haben keine Zeit zu quatschen. Schnell zu Woodys Wald auf dem Gefechtsspielbrett. Stehen bleiben! Gebt mir das Sternchen oder wollt ihr gegen mich antreten? Wahahaha! Hey, hört mir gefälligst zu! Ist Bowser echt so dämlich? Ach man. Sorry im Übrigen, dass die Stimmen vom Millennium Star und vom Bowser so ähnlich sind. Das macht mir auch sehr zu schaffen. Ich habe am Anfang nicht drüber nachgedacht. Egal! Trotzdem vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit dieses Parts mal wieder von Mario Party 3. Wenn ihr im nächsten Part Woodys Wald nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.